Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier in World of Warships. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und diesmal machen wir wieder gemeinsam Kisten auf. Und zwar schnell und entschlossen, oder wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall, ja, euer Zugang zu der Sammlung. Und zwar die, die ich hier schon einmal geöffnet habe, sozusagen. Oder den ersten Container davon habe ich aufgemacht. Ja, schnell und entschlossen. Am Ende 4 Reiter, A, 4 Gegenstände und ganz am Ende steht dann der italienische Kapitän Luigi Sansonetti mit seinen besonderen Fähigkeiten. Die haben wir euch ja schon x-mal jetzt inzwischen vorgestellt. Jetzt zuletzt auch in der Flaschenpost, wo wir uns um das Update gekümmert haben. Und die ganzen Veränderungen bei dem Kapitän habt ihr natürlich hier im Ausblick erfahren. Wie gesagt, für jeden Reiter bekommt ihr auch einen Bonus. Und zwar 24 Stunden Premium-Spielzeit. Also jedes Mal, wenn ihr 4 Gegenstände voll habt, gibt es einen Tag Premium-Spielzeit obendrauf. Und wenn ihr alle 4 voll habt, dann gibt es eben Luigi Sansonetti. Das ist der, ja, das Ziel der Sammlung, kann man sagen. Ne? Ihr habt natürlich auch wieder die Möglichkeit, tägliche Lieferungen zu erhalten. In diesen täglichen Lieferungen gibt es dann hier auch Container, Standard-Container, schnell und entschlossen. Da sind dann natürlich auch wieder Gegenstände drin für diese Sammlung. Also spätestens hier unten fangt ihr an, diese Sammlung zu eröffnen. Denn um diese Sammlung überhaupt angezeigt zu bekommen, muss man einen einzigen Container aufgemacht haben. Also einen Premium-Container oder eben einen Standard-Container. Es gibt ja dann auch hier die Direktiven, ja, die jetzt wieder losgehen. Da gibt es als Belohnung dann auch einen Container schnell und entschlossen. Oder wie gesagt, ihr ja, gebt halt vorher einmal Dublonen aus oder einmal Euronen, wenn sie denn im Wargaming Store verfügbar sind, um diese Sammlung früher zu beginnen. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte euch hier einen Vorgeschmack geben für das oder auf das, was da drin sein kann, wenn ihr diese ja, Container ersteht. Ja, weil das geht hier um die Premium-Container. Ich möchte ganz klar vorweg sagen, es sind 15 Container, die mir hier von Wargaming zur Vorführzwecken ja, gestellt werden. Wie gesagt, ich achte das als Möglichkeit, euch einen Eindruck zu verschaffen, ob sie sich für euch lohnen oder eben nicht oder was da eben rausdroppen kann, ne? Um es mal so auszudrücken. Es kann ja Kohle sein, es kann Free XP sein, es können Typ 59 Tarnung sein, dann natürlich der Sammlungsgegenstand, dann hatten wir Flaggen dabei oder eben italienische Tarnung. Fangen wir einfach mal an, ohne hier lange Worte zu verlieren. Und hier haben wir den ersten Container jetzt auf. Da sind gleich 9000 Free XP dabei, Leviathan und ein Gegenstand für die Sammlung. Das ist dann mein zweiter von den 16, logischerweise. Den ersten habe ich ja schon. Dann geht's weiter. Da gibt es Tarnung, 3 Typ 59 Tarnung. Das sind die mit diesen 200%. Und dann haben wir hier wieder Hydra dabei und den nächsten Gegenstand. Wir können diesmal auch keine Premium-Schiffe drin sein oder sowas ähnliches, ne? Also von daher, in dem Sinne sind es hauptsächlich Sammlungssachen und dann eben Kohle oder Free XP, die man hier mitnehmen kann. Ich finde 3.500 Kohle ist schon ganz ordentlich für so einen Container. Meine persönliche Einschätzung, ja? Was mir hier gerade auffällt, das war doch vorher hier nicht so ein Torpedo. Das war doch vorher hier so Silber, oder? Ein ganz normaler Torpedo. Das ist ja jetzt so ein gesteuerter oder so. Den er da präpariert, der Matrose. Das fällt mir gerade erst auf. Naja, haben sie mal wieder da noch was geändert. Jetzt haben wir hier ein Foto. 3.500 Kohle und Regina Marina Tarnung bekommen. Oder nicht Regina, sondern Regia. So wird es ja ausgesprochen, ne? So, dann haben wir Drache, wieder Free XP und bis jetzt noch kein Duplikat. Weil jetzt habe ich es gerade gesagt, das soll man ja nicht. Ja, jetzt. Dann haben wir hier Skilla und wieder Typ 59 und wieder ein Foto. Nochmal Free XP und Wavern. 15 Stück Wavern. Also die mit den Mengen an Credits, die man da bekommt. Da ist wieder Free XP dabei und da haben wir das erste Duplikat und wieder Drache, um Kapitäns EP abzufarmen. Hier ist roter Drache dabei, richtig cool. Ja, das ist eine sehr, sehr coole Flagge. Dann haben wir Typ 59 und wieder Sammlungsgegenstand. Und dann geht es weiter, nochmal mit Kohle und ohne Duplikat. Da haben wir dann wieder ein Duplikat dabei. Und auch hier ist es, glaube ich, so, dass man 5 Gegenstände haben muss, um dann einen
also fünfmal ein Duplikat haben muss, um dann einen Gegenstand in der Sammlung aufzuwerten. Und es ist natürlich auch wieder so, dass wenn ihr dann erstmal diese Sammlung begonnen habt, könnt ihr die auch in den täglichen Containern finden. Ne? Also ihr könnt euch ja die ganz normalen Container mit diesen EP erfarmen. Ja? Einfach indem man halt EP auf dem Schiff sammelt. Und dann gibt es ja bis zu 3 Container täglich und da können diese Gegenstände natürlich auch wieder drin sein. Damit kann man sie dann auch finden. Also da ist es allerdings random, soweit ich das weiß. Ja, hier in diesen Containern hast du dann eben diese versprochen dabei. Genauso eben auch bei den Standard-Containern sind sie definitiv dabei, diese Sammlungsgegenstände. Bei diesen erfahrbaren Containern, also täglichen Containern hier 2012.500, 37.000, da ist es halt Zufall, ob eins dabei ist oder nicht. So, und dann kommen wir hier noch zu dem letzten Regia Marina Container, den ich jetzt nämlich noch unten drin habe im Bunker. Das müsste ein Standard-Container sein, so ein täglicher Container. Genau so einen meine ich. Ja? Da könnten dann im Random auch nochmal hier so ein Sammlungsgegenstand dabei sein. Ist jetzt in dem Fall nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich was an Gegenständen da rausgezogen, um die Sammlung auf Vordermann zu bringen. Hier haben wir schon 3 so eine Gegenstände. Das sind hier so Abzeichen, Sammlerstück. Also ich bin ja auch immer so einer, der sich ganz gerne mit diesen Sachen dann so ein bisschen beschäftigt und da mal reinguckt, wenn er Zeit und Muße hat. Hier fehlen mir zum Beispiel noch 3 Gegenstände. Ja, da haben wir noch ein Foto und da haben wir noch ein Foto. Die Fotos sind immer cool. Ja, das könnte ich jetzt zum Beispiel schon vollständig machen. Lass ich aber natürlich. Das ist sowieso nochmal so ein Tipp für den einen oder anderen. Ja, nutzt die Duplikate nicht vorzeitig. Ja, ihr wisst ja, wie viel Duplikate ihr habt, seht ihr hier an der Seite, aber nutzt die dann erst, wenn ihr wirklich wisst, dass ihr mit den Duplikaten jetzt die Sammlung vollständig machen könnt. Wenn ihr Duplikate vorher nutzt, erhöht das ja rein mathematisch nur die Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch mehr Duplikate bekommt, logischerweise. Ne? Also nochmal der Hinweis, ja, wirklich bis zum Schluss warten. Also wenn euch dann zum Schluss noch 2 Stück fehlen, dann wartet ihr, bis ihr 10 Duplikate habt oder ihr findet die Dinger halt vorzeitig. Aber nicht jetzt schon eins einlösen, weil das ja die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, ihr wieder ein Duplikat bekommt. Nämlich das, was ihr gerade eingelöst habt, logischerweise. Ja, also da kann ich euch nur nochmal den Tipp mit auf den Weg geben. Ja, das ist es, was ich euch heute Abend in diesem Video zumindest zeigen wollte. Bei mir ist es jetzt gleich 19 Uhr, also bei mir geht es jetzt gleich, jetzt ist Donnerstagabend, gleich in den Livestream, ja, aber das Video wollte ich euch unbedingt vorher noch fertig machen. In dem Sinne, ich danke euch für eure Zeit und ja, Daumen nach oben da lassen, wenn euch Video gefallen hat, gerne auch abonnieren, falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und ja, dann bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein, ciao, ciao, euer Secrets Team, euer Andi.